Oh Gott, jetzt müssen wir diesen Krebs finden. Oh, und dann müssen wir gegen diesen Krebs finden, während. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen gegen diesen Krebs finden, während hier andere Fischis sind. Das ist so meine größte. Das ist so mein größter Hass. Dass hier einfach andere Fischis doch sind. Okay, okay, Leute, Fokus. Wir haben Fokus gesagt, ich weiß. Wir haben Fokus gesagt. So hin. Ja. Dieser Krebs, er hat mich getriggert. Der sollte mich nicht so angucken. Oh, ich war gut, ich war gut. Es war nicht schlecht. Aber die eine Attacke hat mich fertig gemacht. Diese Fische müssen hier nur weg. Oder wir kämpfen woanders, ohne Fische. Jetzt hat er den Fisch anvisiert. Nein! Das war falsch. Das war scheinbar vorbildlich, dass du die Bosse so langsam machst, dass jeder alle Attacken des Bosses zu sehen bekommt. Ja, ich mach das für euch natürlich. Wusste ich. Wusste ich. So, jetzt haben wir ihn aber. Hier, wir. Wisst ihr, was das Problem ist? Das sind jetzt Gegner und ich will eigentlich nur einen Heiltrank. Oh. Oh, die Gegner, die stressen mich gerade. Dieser Fischi stresst mich am meisten. Oh, ja, den Fischi. Oh nein, ich kann keinen Eintrag nehmen. Jetzt aber. Okay, wir kämpfen wieder gegen den Fisch. Gegen den Krebs. Schon wieder 20k. Ach, die droppen echt viel. Aber wir brauchen auch echt viel. Ich dachte schon, du schreibst und gleich einen Lego-Stein gedreht. Oh Gott, ja. Oh, jawohl, heute läuft's. GG, ich glaube, es waren. Oh, erstmal was trinken. Ich glaube, es waren jetzt 5 Versuche. Viel zu einfach. Ja.
Also es ist wirklich so, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Das will ich euch hier mit meinem Gameplay beweisen. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Jetzt bräuchten wir Grab Rave. Jetzt bräuchten wir... Oh, aber schaut mal, er hat einen Cup gefallen. Es ist ein Cup runtergefallen, oder? So ein kleiner Cup. Dankeschön, dankeschön. Puh, was für ein Cup. Ich fühle mich richtig energiegeladen. Vielleicht hat diese Hummerdame ja doch recht. Ich sollte wohl zurück zu Concha und herausfinden, wohin mich dieses Kartenstück führt. Das da? Ah! Jetzt spielen wir Dark Souls, habe ich so das Gefühl. Oh ja, jetzt könnten wir hier theoretisch durch diesen Sand laufen und alles einsammeln, was wir vorher... ein Wackelauge. Oh Gott. -40% Wirkungssteigerung von mentalen Angriffen. Was auch immer sie mir damit sagen wollen. Da ist ein Pizzakarton. Jetzt können wir hier noch kurz ein bisschen erkunden und dann zurückbüßen. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Und alle die Kutsche des Rathaus. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Alter, Alter, hab ich mich erschrocken. Ein Schafskimmelpelz. Oh Gott, ich wusste das. Eine schöne Haarklammer, die ist pink. Oh. No, 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 no. Was passiert jetzt? Ist der da? Er hat meinen Panzer. Oh, der hat meinen Panzer. Oh. Hast du geklippt gemacht, derartig? Oh, ich, das, nichts gegen dich. Ich habe das nur deaktiviert, dass man Links hier posten kann. Aber ich nehme an, das ist der Link zum Clip. Von dem her, tausend Dank für diesen Clip. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Tausend Dank. Ich muss nur aus Sicherheitsgründen Links hier deaktivieren im Chat. Because you never know, was Leute manchmal posten. Aber vielen lieben Dank. Oh, Menno. Menno, dass die Fusion nichts wurde. Was wären das für Pokémon gewesen? 99 und 200. Was wären das für Pokémon gewesen? Und jetzt finde ich nicht mehr... Ich habe mich verlaufen. Bin nicht mehr heim. Ah, da ist ein Panzer. Jetzt sind wir wieder... Wisst ihr, an was mich das erinnert? Diese Saritscha-Soße, die sieht genauso aus. Und sein Schwänzchen guckt da so raus. Und es sieht genauso aus, als wäre das quasi so ein Tropfen Saritscha-Soße, die so angetrocknet ist. So sieht das aus bei ihm. Oh Gott. Kingler und Stalos. Oh. Also geil natürlich, bei Krebs. Oh. Oh, da liegt was Süßes und ich freue mich noch so. Das wird mein neuer Favorite Moment. Ich habe mich verlaufen. Ich will eigentlich nur zurück. Ich glaube, es ist so richtig. Ich glaube, ich muss hier lang. Bin mir nicht sicher. Da ist eine Muschel. Da ist eine Muschel, das ging ja auch. Aber die ist so weit weg, oder? Oh. Ah ja. Ich nenne die Saritscha-Soße. Hallo Weber, ich spreche sie falsch aus, oder? Sriracha. Saritscha. Saritscha klingt doch viel cooler. Schön, dass du reinschaust. Für mich geht's dann auch ins Bett. Ich wünsche dir gute Nacht, Sunshine. Schlaf gut, träum was Schönes. Melde dich wegen der Karte. Und dann hören wir uns hoffentlich wieder am Donnerstag. Mach's gut, tschüss. Oh, ich habe mich immer noch verlaufen. Wir finden hier nie wieder zurück. Ich glaube, wenn ich da jetzt langlaufe durch die Ringe, wird schon irgendwas rauskommen. Oh, da liegt was Süßes. Ist da liegt was Süßes mit drauf? Was es eigentlich noch witziger macht einfach. Wer kennt sie nicht, die Saritscha-Soße. Wie heißt nicht Fischi? Stirb! Bah! Und weglaufen. Oh Gott, wie süß! Alles Hängeohren? Es hat so Hängeohren. Uah! Da wäre so ein Item, was wir jetzt aufmachen könnten, oder? Wisst ihr, was jetzt traurig wäre, wenn ich diese Fischis jetzt töten? Was gar nicht so abschweifend wären. Okay, der ist noch da. Aber ich glaube, greift er mich auch noch an? Was wollt ihr alle? So, jetzt aber. Oh, ein Klukano. So nenne ich es. Weiß Süßes. Und ihr könnt Pummeluff noch holen. Hey?
Oh nein, das brauche ich. Batz! Warum geht das nicht? Ey, ja. Oh. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Schiebt's auf mich. Schiebt's auf mich. Ich hoffe, wir laufen richtig. Ich hoffe, da waren wir ja schon. Ey, das glitzert so. Ich dachte, da ist ein Item. Da liegt was Süßes. Oh. Schlimmster Jumpscare ever. Ich habe nicht mehr bei Resi so geschrien. Das ist viel gruseliger eigentlich. Wir gehen nochmal in Resi. In Resistenz. Knappes Ding auf jeden Fall, dass wir wieder aufleveln können. Und wir gehen da hoch. Ah ja. Saricha. Kannst du das Pokémon für mich erstellen? Nennen wir es Saricha? Ist das dann ein Gegenstand, der aussieht wie eine Soße? Aber es muss noch irgendwas Tiermäßiges sein, Weber. Was hast du ein Lieblingstier, Weber? Hast du ein Lieblingstier? So, ist das jetzt der letzte Teil? Erkenne ich da etwa eine Siegesröte auf deinem Gesicht, meiner Treu? Ja, es war nicht leicht, aber aufregend. Ich bin schon gespannt, was als nächstes ansteht. Ist das das letzte Stück? So scheint es, meiner Treu. Wenn ich mich nicht irre, erfahren wir in Kürze, wo der Schatz vergraben liegt. Meine Antennen zucken schon ganz aufgeregt. Bei der Brücke, wer hätte das gedacht? Aha, es ist ja kaum zu glauben. Der Schatz liegt vor der Küste des Treibgutteils versunken in der Trübe. Unglaublich. Ich kann deinen süßen Erfolg schon schmecken. Oh, hallo Leute. In der Tat, wir müssen uns lediglich zu den Docks begeben, ein Boot beschlagnahmen und dann? Und dann was? Kommt jetzt so ein Musical-Auftritt? Roland. Nein, bitte. Ich störe nur äußerst ungern. Was habt ihr vor? Erleuchtet mich. Der Schatz ist also irgendwo in der Trübe versunken. Ich nehme mal an, ihr wollt selbst danach fischen. Ihr seid doch bloß größenwahnsinnig. Eher findet ihr einen verschwundenen Zwergbärbling im offenen Meer. Nur weil unsere Chancen schlecht stehen, heißt das nicht, dass wir nicht unversucht lassen, du Großmaul. Ja, wir werden das. Wir haben das Recht, es zu versuchen. Schon mal was von freier Marktwirtschaft gehört? Ha, nur zu. Vielleicht gönnt der freie Markt euch ja einen kleinen Erfolg, aber ich habe diese Farce lange genug geduldet. Diese Karte gehört jetzt mir. Und das Flaggschiff der Schalentier GmbH, die Finsterstern, wird sofort mit der Suche beginnen. Kommt rück mit, wenn ihr zusehen wollt, wie wir Geschichte schreiben, ihr erbärmlichen Blattwürmer. Dramatische Musik an dieser Stelle. Mistiger Müll. Wir dürfen keine Zeit verlieren, meine Treue. Alle Mann zu den Docks im Treibguttal. Und wir waren... Oh, hallo Penny. Und wir freuen uns auf eine Fusion. Es ist... ein Nidorina-Turtok, oder? Das ist eigentlich ganz cool. Ich mag die Farben. Die Farben sind schön. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ah, das wird mir die Schnecke schon sagen, wo ich hin muss. Tap, 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 tap. Mein Geburtstag ist ein komisches Pokémon. Geil. Oh, das Kanimani-Emo, das ist super süß. Der 30.09. Ich find's jetzt nicht schlimm. Ich find's nicht schlimm. Der Frachthafen? Müssen wir da hin? Ins Treibgutal, oder? Hat er gemeint. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab's euch vorgelesen. Habt ihr aufgepasst? Wie in der Schule. Das Lauf vorgelesen. Oh Gott, der hat einfach ein Glücks... Oh Gott, der hat so ein Schweinchen am Rücken. Ist das geil. Es gibt so viele coole Tiere. Pokémon wäre ein Flamingo super. Ein Flamingo mit Feuertyp und einer Saricha-Soße. Wo muss ich nochmal hin? Oh, Roland hat die Karte geschnappt. Wir müssen zu den Docks im Treibguttal. Zu den Docks im Treibguttal. Da waren keine Docks. Ist es jetzt... Okay, ist es jetzt der Ort, der vorher nicht erreichbar war, ist die Frage. Okay, Schneckenport. Treibguttal. Der Frachthafen. Frachthafen klingt nach... Das sind Docks, definitiv. Es bleibt spannend. Sind da jetzt Schiffe? Tatsache, da ist was anders. Oh. Ah, Koschka, das kommt noch mit den Punkten. Keine Sorge. Die haben alle so viele Punkte bei mir. Aber das kommt noch. Das kommt noch. Okay, wartet. Fährt sie uns jetzt dahin? Moin, Kleiner. Lange nicht gesehen. Ich denke schon, ich wähle dir voraus. So kann man sich täuschen. Was ist passiert? Roland hat uns alle abgehängt. Siehst du den Kahn da draußen? Oh Gott, der ist ja super weit hinten. Er fischt mit dieser
Oh ja. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt so glücklich bin, Roffel. Irgendwie sah der Schnabel von Taubsee auch mega weird aus, ne? Mega weird. Mega straight. Er fischt mit dieser Schaluppe auf der Trübe gerade nach dem Schatz. Aber wir können doch nicht einfach aufgeben. Wir hängen uns einfach an ihn. Dein Optimismus macht Freude, Kleiner. Aber keine Chance. Man kann nicht einfach barflüssig über die Trübe spazieren. Es sei denn, man hat die Kiemen gerne voller Plörre. Das hier ist das einzige Boot, das noch was taugt. Aber ich habe keine Ladung mehr. Ladung? Ladung. Elektrizität, Kleiner. Alle Boote hier funktionieren mit Strom. Oh, ist das alles? Da kriege ich mit meinen magischen Kräften hin. Willst du einen Pottwal aufbinden? Nee, ich meine es ernst. Lass mich nur versuchen. Kann ich damit jetzt Strom machen? Ich mag Taubsee. Ich habe es immer auf dem Team. Taubsee auf jeden Fall. Taubsee mag ich auch mega gern. Taubos ist mega cool. Aber in Kombination mit Turtok? Was muss ich denn machen? Es sagt, ich habe Elektrizität. Oh, jetzt habe ich was getrunken. Hä? Ich verstehe es nicht. Hat der gerade gesagt, ich soll... Oh, vielleicht da hinten? Er hat gesagt, ich kann das easy aufladen. I doubt it. Geil, das ist so ein Rührgerät. Wie mache ich das? Kriege ich einen Hint, wie man das macht? Behauptest also, dass du dieses Boot mit Magie flott machen kannst? Ja, einen Moment. Ich muss hier doch irgendwo einen richtigen Panzer haben. Oh. Also erstens muss ich wieder ins Haus. Ah, oh Gott, der eine macht ja Strom. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss nur noch mal kurz zurück. Weil wir haben jetzt alles an Energie aufgebraucht. Nein! Oh, ich hab's. Oh, Gott sei Dank, ich bin gestorben. Also nicht gestorben, ich habe Fallschaden und jetzt kann ich... Ja, ja. Oh, danke schön, Alter. Danke schön. Danke schön. Oh, Mario, das ist eigentlich ganz sweet. Es sieht irgendwie, es hat was von einem Känguru, finde ich. Und Wumms, hallo. MMJ, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich dich ausspreche am besten. Und? Wumms? Schade, dass Taubsee bei Pokémon Popo nicht farmbar war. Ich mag es auch sehr. Ja, also allgemein ist es... Ich finde... Hear me out. Da werden mich jetzt viele nicht so mögen. Ich hätte gerne eine Pokémon-Edition mit 151 Pokémon. Und es sind alles 151 neue Pokémon. Und ansonsten... sind da keine alten Pokémon mit drin und es ist wie früher, man hat diese 151 und man versucht, die alle zu fangen und zu finden. Sowas hätte ich gern wieder. Das wäre cool. Das wäre cool. So, jetzt ist er da. Jetzt laden wir es auf. Hat das jetzt funktioniert? Hat nicht geklappt? Oh nein, das kannst du laut sagen. Du hast eine Lichtershow hingelegt, Kleiner. Aber diese Boote brauchen deutlich mehr Saft. Fällt mir zwar schwer, das zuzugeben, aber ich befürchte, wir haben unseren letzten Trumpf auch gespielt. Seid ihr mal nicht so sicher. Unterschätze niemals die Genialität eines kleinen Unternehmers. Na toll, das hat uns gerade auch gefehlt. Wenn du eine Idee hast, dann raus damit. Spar uns nicht auf die Folter. Die Sache ist doch glasklar. Dieses Boot gehört der Schalentier GmbH. Also muss die Schalentier GmbH auch eine Ladestation dafür haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Ladestation irgendwo in der Nähe ist. Oh ja, wir müssen in das leuchtende Gebäude, Leute. Nämlich in Krebshafen, der primäre Müllsammelanlage. Also sollen wir einfach nach Krebshafen spazieren? Und fragen, ist es Krebshafen oder Krebshaven? Und fragen, ob sie eine Batterie für uns haben? Großartige Intuition, Partner. Das wird ein Klacks. Meine Intuition sagt mir, dass das kein Spaziergang wird, Grill. Die Schalentier GmbH ist nicht gerade für eine kostenlose Ladestation bekannt. Und wie wollen wir denen erklären, dass wir die Batterie brauchen, um ihren Boss einzuholen? Kein Grund zur Sorge, gute Frau. Ich bin absolut verhandlungssicher und Grill kann sich unerklärlich gut durchsetzen. Wir machen alle platt, das können wir. Wir holen uns diese Batterie schneller als ein blauer Marlin. Bin dabei. Andere Optionen haben wir nicht, oder? Nicht wirklich. Dann halte ich mir hier die Stellung, damit niemand anderes das Boot unter die Flossen reißt. Passt auf, liebe Leute. Kommt jetzt Impergator Turtok? Das sieht nicht nach Impergator Turtok aus. 12-1. Oha! Es wäre cooler gewesen, wenn es Flügel gehabt hätte, anstelle von diesem Bisasamen Knospensamen. Aber der will immer da. Wo fehlt der will immer da? So ähnlich wie Schwarz-Weiß 1, wo man erst im Postgame alte Pokémon fangen konnte. Ja, ich fand das cool. Ich weiß, dass das viele an Schwarz-Weiß gehasst haben, aber ich finde, das war eine der besten Ideen, die sie haben konnten. Ich habe das sehr gefeiert. Aber man konnte halt trotzdem auch im Postgame nicht alle Pokémon haben. Wieso ist... Oh nein, das ist so ein Springer. Ich habe schon gewusst, warum ich hier oben langlaufe.
Ach geil, jetzt ist der Krebs hier. Jetzt ist das Haus jetzt dran. Das heißt, wir können jetzt den Schalter umlegen.